Hallo und damit herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Aufnahme vom Let's Play Train Simulator 2019. Wir befinden uns heute mal wieder auf der Karte U-Bahn Frankfurt, was auch ein bisschen den Sinn hatte, da kam in, neulich stimmt ja nicht so ganz. Also es kam halt eben ein Update raus und das wollen wir uns gerade mal anschauen, was da so ein bisschen neu ist. Wollen wir hier einmal ein bisschen den Zug aufrüsten. Ich glaube, wir fahren mit dem U2-Wagen hier, mit dem Kollegen da drüben nicht. Heißt aber, wir können ja schon mal, damit die Leute auch wissen, wo wir hinfahren, ein bisschen schneller. Wir fahren die Linie U4 und fahren nach Enkheim. Ah, da war es doch gerade. Guck mal, nach Enkheim. Genau, da stimmt das auch schon mal. Ich habe auch vorher schon mal grob durchgeschaut. Wir fahren in Komplettmontur mit 4 Wagen. Ist auch relativ wichtig, dann nachher, damit wir wissen, wo wir halten. Ansonsten Ansagensystem haben wir auch wieder mit an Bord. Und ja, das wird dann so ungefähr unsere Fahrt. Wie gesagt, ich bin halt natürlich darauf aufmerksam geworden, weil Alter, der Ersteller von dieser Erweiterung, über seinem YouTube-Kanal immer ab und an mal so ein paar Sachen postet. Und da gab es eben vor einigen Wochen wieder zu dem Update. Kam jetzt in der Zwischenzeit nicht dazu, weil eben das Train Simulator Release generell anstand, 2019 Version, das Update, da kamen da Videos dazu und ach, schauen wir uns das heute mal an. Und das erste, was mir so auffällt, ist eigentlich, dass die Stationen anders aussehen. Das kann natürlich auch Einbildung sein, aber da bin ich mir, weiß nicht, das ist auf jeden Fall ein sehr starkes Gefühl, dass es anders aussieht. So, machen wir hier einmal Tür, Seitenvorwahl nach da und dann machen wir einmal Türchen auf hier, gell? So, guck mal, wunderbar. Das ist so das Erste, und was ich auch schon mitbekommen habe, optisch, ist, dass es jetzt neue KI-Wagen gibt, wie den wir hätten gesehen haben. Wenn ich jetzt natürlich Ahnung hätte von den ganzen Zügen, könnte ich jetzt sagen, was das hier ist. Ich vermute aber mal, dass das so ein kleiner Appetizer ist auf, ja, dass es den Zug dann vielleicht, also entweder gibt es den schon oder es wird ihn eben geben. Und von daher gibt es dann hier eben das Ganze als KI-Variante auf dem, genau, wir sind jetzt fertig, jetzt können wir einmal abfahren, damit man auch ein bisschen den halt eben im Einsatz sieht und vielleicht auch Lust bekommt, den sich zu holen. Das habe ich tatsächlich auch bekommen, von daher könnte man sich ja mal anschauen. Also vielleicht gibt es den schon, vielleicht auch nicht, und auf jeden Fall haben wir Ansagen. Nächste Station, Festhalle, Messe. Umsteigemöglichkeit zu den Straßenbahnlinien 16 und 17 sowie zur Buslinie 50. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Next Stop, Festhalle, Fair and Exhibition Center. Change here for Tramline 16 and 17 and Busline 50. Exit on the left. Bitte achten Sie auf die Stufe zwischen dem Zug und dem Bahnsteig. Please mind the step between the train and the platform. Dankeschön für diese wertvollen Informationen. Nee, also was ich gerade sagen wollte, ist, ein Vorteil ist ja tatsächlich, durch die Ansagen weiß ich jetzt zumindest schon mal vorher, welche Türseite wir aufmachen müssen. Das heißt, ich kann die Türseitenvorwahl schon mal dementsprechend verändern. Also vielleicht noch mal ein bisschen, wobei das kriegen wir ganz gut verbremst. Also, ich kann gleich mal den Zug in seiner ganzen Pracht mal anschauen. So, Messe ist ja auch immer ein wichtiges internationales Ziel. So, dann machen wir mal auf hier. Und dann haben wir hier unsere Wagen in voller Pracht. Die haben wir auch schon öfters mal im Einsatz gesehen. 1, 2, da ist der dritte und da vorne ist der vierte in schönem Orange. So, da können wir schon langsam gucken, dass wir hier, ne, genau. Vielleicht bekommen wir es da sogar hin. Ich habe gesagt, vielleicht bekommen wir es hin. Ich habe nicht gesagt, dass wir es hinbekommen, aber eigentlich müsste ja. Gerade nochmal probieren. Oh, jetzt nochmal. Was ist denn das Problem? Warte mal. So, jetzt stehen wir wieder. Also machen wir nochmal Türfreigabe rein. Und Türfreigabe wieder raus. So, jetzt müssten wir eigentlich losfahren können. Ja, jetzt auf einmal, okay. Was ist jetzt, wenn ich nicht mehr außen stehe? Jetzt, wenn ich. Ach. Der wollte einfach nur, dass ich vorne an meinem Fahrerarbeitsplatz sitze. Das ist klar, ne? Dass ich hier ja nicht die schöne Abfahrtssituation zeige. Das, okay. Nächste Station, Hauptbahnhof. Umsteigemöglichkeit zu den Regional- und Fernzügen, zu den S-Bahn-Linien S1 bis S9
zu den Straßenbahnlinien 11, 12, 16, 17 und 21 sowie zu den Buslinien 33, 35, 37, 46 und 64. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Next Stop, Central Railway Station. Change here for long distance trains, regional trains, suburban trains S1 to S9, tram lines 11, 12, 16, 17 and 21, and bus lines 33, 35, 37, 46 and 64. Exit on the left. Bitte achten Sie auf die Stufe zwischen dem Zug und dem Bahnsteig. Please mind the step between the train and the platform. Ich wollte gerade schon sagen, das macht es für mich heute relativ einfach mit dem Kommentieren. Ich hätte nicht gedacht, dass es so einfach geht, aber also wenn ihr mir so einen großen Redeanteil abnimmt, dann sage ich da mal nicht nein. Das ist schon in Ordnung. Also gut, Hauptbahnhof war jetzt wahrscheinlich eines der stärksten, also eine der längeren Ansagen im Vergleich zum Rest. Also generell ist die Tante doch echt schon gut am Quatschen. Gut, später ist es einfach nur, ja, nächster halt, bla, fertig. Und hier ist immer so ein bisschen Special-Zeug, von daher, ja, das wird wahrscheinlich die ganze Zeit so sein. Die U4 bin ich auch schon mal gefahren. Da fahren wir später noch einen Teil oberirdisch. Aber allerdings fahren wir jetzt größtenteils unterirdisch. Also anders als jetzt zum Beispiel mit der U3. Wo du ja relativ viel... Alter, findest das laut. Wo man auch relativ oberirdisch fährt, fahren wir jetzt hier sehr viel... Ah, viel angenehmer. Fahren wir jetzt hier sehr viel unterirdisch. So, guten Tag, Kollege hier. So, hat drei Wagen, weiß ich, drin. Dran, drin, drum. Und weiß es nicht genau. So habe ich den eigentlich aber gar nicht. Nächste Station, Willy Brandt Platz, Europäische Zentralbank. Umsteigemöglichkeit zu den U-Bahn-Linien U1, U2, U3 und U8. Sowie zu den Straßenbahnlinien 11 und 12. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So, genau, Next Ausstieg. Station, Willy Brandt Platz, European Central Bank. Change here for underground lines U1, U2, U3 and U8 and tram lines 11 and 12. Exit on the right. Bitte achten Sie auf die Stufe zwischen dem Zug und dem Bahnsteig. Please mind the step between the train and the platform. Sagte sie und der Zug fuhr dabei schon ab. Ach ja. Eigentlich hätte ich jetzt offiziell für unsere englischsprachigen Fahrgäste wahrscheinlich die Freigabe noch gar nicht reinmachen dürfen, weil die ja gar nicht wissen, dass sie auf den Unterschied zwischen Zug und Bahnsteigkante achten sollen, aber naja. Es wird schon immens. Gucken wir mal weiter hier. Nächste Station, Dom Römer. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Next Station, Dom Römer. Exit on the left. Ist es aber da? Achten Sie auf die Stufe zwischen dem Zug und dem Bahnsteig. Please mind the step between the train and the platform. Ich wollte gerade schon sagen, es wird das zumindest schon ein bisschen weniger, was ja prinzipiell manchmal ganz gut ist. Aber das scheint eine so ein bisschen eine internationale Linie zu sein, in der dann auch englische Ansagen nötig sind, was das Ganze halt so ein bisschen, weiß nicht, halt auf das Doppelte des normalen Volumens halt irgendwie aufbläht. Aber hey, passt ja ganz gut. Wir halten auch gar nichts, also schon vorne, aber es ist jetzt nicht so schlimm, weil wir stehen ja noch vollkommen am Bahnsteig dran. Ist immer ein bisschen schwierig mit dem Einschätzen. Das können natürlich Profi-Bahnfahrer im Schlaf, ohne zu sehen, wo sie hin müssen, was dann natürlich nicht ganz optimal ist, aber das können andere bestimmt besser. Nächste Station, Konstablerwache, Zeil. Umsteigemöglichkeit zu den Linien S1 bis S6, S8, S9, zur Linie U5 Richtung Bräundesheim, zu den Linien U6, U7, 12, 18 und 36. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Next Stop, Konstablerwache, Zeil. Change here for suburban trains, underground lines U5, U6 and U7, tram lines 12 and 18 and bus line 36. Exit on the right. Bitte achten Sie auf die Stufe zwischen dem Zug und dem Bahnsteig. Please mind the step between the train and the platform. Ja, da achten wir schön alle drauf. So, das ist wahrscheinlich jetzt der Teil, wenn mich nicht alles täuscht, wo wir die restlichen Linien kreuzen. Konstablerwache.
Genau, das ist der Kollege. Da müssten wir eigentlich... Genau, da hat man jetzt ja die ganzen anderen Bahnen noch. Genau, Tatsache. Dann machen wir tippe-di-tappe-di-tappe-di nach unten. Und dann haben wir hier quasi die anderen Linien. Ja, das ist durchaus ein zentraler Umsteigepunkt. Erinnert mich irgendwie immer an City Skylines. Ich weiß gar nicht, warum. Vielleicht, ich habe gar nicht so viele Linien da. Ihr könnt mal viel mehr Linien machen. Gut, ich würde sagen, Frankfurt hat auch ein paar mehr Einwohner als unsere kleine, feine Stadt. Aber egal. Ist trotzdem bestimmt, ne? Nächste Station, Merianplatz. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Bitte achten Sie auf die Stufe zwischen dem Zug und dem Bahnsteig. Please mind the step between the train and the platform. Boah, da gab es gar keine... Boah, da gab es nur die Achtung-Dings-Da-Ansage. Auf Englisch schick. Dann haben wir jetzt da tatsächlich vielleicht den inneren Teil der Stadt verlassen, in dem es jetzt so viele fancy Umsteigepunkte gibt. Das heißt, boah, ich kann wieder reden. Ich kann mich hier frei entfalten in dem Let's Play. Ich brauche mich nicht mehr hier durch die Ansagenstimme. Muss ich mir nicht alles diktieren lassen. Ist schon ein Upgrade, muss ich sagen. Ja, schon ganz cool. Da hat man auch einen größeren Eigenpart. Ja, ich weiß, ich muss immer ein bisschen... Das könnte man viel besser machen mit dem Bremsen, gell? So einfach einmal bremsen und dann richtig und dann stehst du am Ende vom Bahnsteig, aber... Ja, das überlassen wir, würde ich sagen, besser den Profis. So. Dann macht er einmal Fahrgastwechsel hier. Ach, haben wir ja so viele. Ich habe schon die Türseiten vor dem... Komm, ganz ehrlich, wenn hier niemand ist... Dann kann ich es halt auch nicht ändern. So. Dann fahren wir einmal durch. Tschüssi. Nächste Station, Höhenstraße. Umsteigemöglichkeit zur Buslinie 32. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Bitte achten Sie auf die Stufe zwischen dem Zug und dem Bahnsteig. Please mind the step between the train and the platform. Hörst du, machst die Ansagen immer viel zu früh. Da bist du noch gar nicht aus der Stadt. Ja. Ich habe noch manchmal Angst, dass wir dann sonst nicht fertig werden. Aber ich glaube, die Angst ist jetzt mit der Zeit etwas unbegründeter als gegen Anfang. So, das ist echt schwierig hier mit dem... Ich meine, wenn man da selber noch fährt, also richtig fährt, hat man wahrscheinlich noch so ein bisschen so ein Gefühl. Aber das ist ja irgendwie... Weiß ich, wahrscheinlich nicht ganz so easy. Aber guck mal, da war ja doch jetzt schön. Da bin ich jetzt stolz auf mich. Weil da hat jemand das Foto aber ein bisschen... Mit ISO 5000 aufgenommen, mindestens. Mindestens ISO 5000. Wird immer so schön grisselig, das ist toll bei schwachem Licht, was ja in einer U-Bahn-Station vielleicht durchaus üblich ist. Also kann ich mir vorstellen, dass da ein bisschen. Ich meine, ist zwar Beleuchtung, aber ansonsten ist halt schon irgendwie dunkel, ne? Nächste Station, Bornheim Mitte. Umsteigemöglichkeit zur Straßenbahnlinie 12 sowie zu den Buslinien 34, 38 und 103. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ach, guck mal, da können wir so lassen. Bitte achten Sie auf die Stufe zwischen dem Zug und dem Bahnsteig. Please mind the step between the train and the platform. Da können wir das alles so lassen, das ist echt bequem. Da brauchen wir nicht mehr die Türseitenvorwahl ändern. Das ist ja... Ja, es ist ja wunderschön. So, und ich glaube, jetzt sind wir auch bald tatsächlich schon an der ersten Station, wo ein erster Kurzläufer endet. Also man hat hier relativ viele Zwischenziele zur Auswahl. Das ist echt, also bis ich da bei Enkheim war, das war schon ordentlich was. Also da geht gut was an Zielen weg. So, guck mal, haben wir auch schon die Weiterfahrt hier. Das klappt ja hier wie im Schnürchen gerade. Gut, also nicht, dass die Fahrgäste jetzt eben die Türen verstopfen würden oder überhaupt könnten, aber... Ich meine, es funktioniert. Ich habe den Zug bewegen können und da bin ich jetzt schon mal echt stolz auf mich. Nächste Station, Seckbacher Landstraße. Umsteigemöglichkeit zu den Buslinien 38 und 43. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Bitte achten Sie auf die Stufe zwischen dem Zug und dem Bahnsteig. Please mind the step between the train and the platform. Also ich glaube, wenn ich heute Nacht von irgendetwas träume, dann ist es der Step between the train and the platform bestimmt. Hm. Ja. Weißt du, es ist nicht der Gap, sondern der Step. Das ist ja ein durchaus wichtiger Unterschied. So, machen wir mal nach links. Ja, guck mal, vielleicht passt es ja so, wenn wir jetzt hier einigermaßen reinbremsen. Oh, guck mal, das sieht jetzt aber relativ smooth aus. Ja, gut, ein bisschen wegnehmen noch, aber ansonsten
Ja, die Richtung war schon mal nicht schlecht. Nur noch ein bisschen mehr trauen, dann passt das auch. Sagt er, und das nächste Mal fahre ich wahrscheinlich so grandios, so mitten über das, so vollkommen über dem Bahnsteig drüber. Ach ja, es wäre vielleicht nicht ganz so optimal. So, haben wir alle so einen Pseudo-Kontrollblick. Genau, hier ist aber auf jeden Fall eine, hier ist auf jeden Fall schon mal so eine Möglichkeit, hier Züge abzustellen, wie wir da vorne sehen. Das heißt, hier endet wahrscheinlich auch ein Teil der Fahrten. Gut, jetzt haben wir wahrscheinlich auch so ein bisschen den großen da abgefrühstückt, Hauptbahnhof rum, Messe. Das ist der da schon weg. Ach, guck mal, fährt der? Ach, guck mal, der Kollege fährt, hallo. Entweder jetzt die Gegenrichtung oder er kommt halt aus dem Abstellgleis. Nächste Station, Schäfflestraße. Umsteigemöglichkeit zur Linie U7 in Richtung Hausen vom gegenüberliegenden Bahnsteig. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Bitte achten Sie auf die Stufe zwischen dem Zug und dem Bahnsteig. Please mind the step between the train and the platform. Vom Gleis direkt gegenüber, so in der Art, gell? Hm. Ah, muss ja dazu sein, sonst bleiben wir direkt da stehen, wo man ist. Oh, guck mal, genau, jetzt fahren wir wieder raus. Way. Heißt, wir können ja schon mal hier in weiser Voraussicht, ich weiß mal so, ohne Volllicht hier in die Station reinfahren. Ja, ich weiß. Oh, wow. Das ist hell im Vergleich zu da drin. Ich glaube, gerade im Sommer ist der Kontrast ja richtig abartig, gell? Also da stelle ich mir das echt. Da stelle ich mir das echt krass vor. Du brauchst echt eine Sonnenbrille dann draußen. Weil es natürlich auch echt cool ist, dass du nicht die ganze Zeit nur drinnen verbringst, sondern dass du da echt so ein bisschen was von draußen siehst. Das ist vielleicht ein bisschen ja, angenehmer, interessanter zu fahren, als jetzt die ganze Zeit im Tunnel zu bleiben. Ist aber das Schöne an der U-Bahn in Frankfurt, die fährt dann eben nicht nur unterirdisch. So, hier sind aber 50, darfst du schnell fahren, wenn es ein bisschen schnell aussieht. So, da drüben haben wir jetzt ein paar abgestellte Wagen. Sogar tatsächlich durchaus verschiedenen Typs. Jetzt sind wir echt gut weit gefahren, gell? Jetzt haben wir ein bisschen Strecke mal in uns gelassen und lassen uns nicht ganz nur von der Tante da voll quatschen, wann wer wie wo auszusteigen hat. So, ach süß, da steht ein alleine. Gibt die U9, da fahren die ja alleine, war da nicht was? Aber zumindest hier im Game auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall so. So, jetzt müssen wir schauen, dass wir ein bisschen langsamer werden. Ein bisschen sehr viel langsamer. Eigentlich ja schon hier, gell? Jo. Aber theoretisch natürlich erst ab der Kurve da vorne, wo dann der Bahnübergang ist, aber komm, wir fahren einfach hier schon ein bisschen langsam. Einmal mal was müssen. Da kommt sogar noch ein Kollege. Och, ist das süß. Das wäre jetzt hier einmal drin, so um die Masse an Fahrgästen hier zu zeigen. Da sind tatsächlich ein paar Fahrgäste drin. Witzig. So, hallo. Hier ist jetzt nochmal der Wiederholer auf. Du warst vorher auch nochmal der Wiederholer, das könnte ich auch sein. Ups. Naja, dann fahren wir hier so ein bisschen langsam. Jetzt einmal so über den Bahnübergang drüber quälen. Ob das jetzt 15 würdig ist, weiß ich nicht. Gibt es dazu irgendwie eine Geschichte oder so, warum hier jetzt so ganz so langsam ist? Wahrscheinlich gibt es das irgendwie, weil. Guck mal, bis du ja mit diesem Riesenzug da durch bist. Alter, Findest, überleg dir mal, guck mal, du machst hier schon wieder die Linkskurve und da hinten. Das ist schon fancy. So. Aber man sieht ja auch an der Sicht, dass er durchaus ein bisschen durch die Gegend war. Und das kann man auch nicht beschleunigen, weil, guck mal, da hinten der Teil ist ja immer noch im Kurve drin. Das heißt, beschleunigen macht jetzt absolut keinen Sinn. So. Aber hier kommt jetzt mal ein bisschen Sinn. Bevor wir Verspätung reinfahren, die wir eh nicht haben, weil wir hier quasi gar keinen Fahrplan haben auf der Karte, müssen wir natürlich schauen, dass wir trotzdem im imaginären Zeitplan bleiben. So, dann haben wir jetzt zwei Signale. Wahrscheinlich einmal wegen Streckenfreigabe und einmal wegen dem Überweg da. Genau, jetzt sehen wir, naja, beide einigermaßen. Das war unschlau. So, und das kannst du nochmal probieren. Try again. So, guck mal. Wunderbar. Das haben wir auch alle hoffentlich. Hm. Zum Glück kam am Gleis direkt gegenüber gerade kein anderes Zugverkehrsmittel.
passt schon. So, dass wir dann hier geradeaus, weil da auch noch Schienen lang gehen. Und da fahren wir hinfort. Nächste Station, Gewinnerstraße. Umsteigemöglichkeit zur Buslinie 44. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Genauso ist es. Bitte achten Sie auf die Stufe zwischen dem Zug und dem Bahnsteig. Please mind the step between the train and the platform. Ich glaube, irgendwann haben sie die Leute verstanden. Aber du musst halt, wenn er gerade da einsteigt, das war knapp. Wenn er gerade da frisch einsteigt, dann muss er halt auch wissen, dass er da den Step meinen muss, den er zwar schon beim Einstieg gemeint hat, aber ist egal. So, ich war schon wieder viel zu früh, viel zu langsam, weil wenn man hier draußen jetzt was sieht, da ist man halt so ein bisschen, weiß nicht, da ist man ein bisschen, man sieht da, wo das Ende ist, da fährt man so ein bisschen langsamer, vorausschauend, auch keine Ahnung. So, ja, mehr oder weniger am H4, das passt doch jetzt, komm. Hey, wir stehen doch drin, ich weiß gar nicht, was das Problem ist, ist doch alles, so alles gut hier. Vorne aber auch schon frei. So, jetzt gucken wir aber mal. Vielleicht klappt es ja jetzt. Ach, guck mal, wunderbar. Jetzt können wir das auch mal hier von außen angucken. Wenn es jetzt schon bevor im Tunnel nicht geklappt hat, dann machen wir das zumindest mal hier. Ach, guck mal, das schaltet direkt wieder auf rot. Schick, schick. Nächste Station, Kruppstraße. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So ist es, meine Damen und Herren. Bitte achten Sie auf die Stufe zwischen dem Zug und dem Bahnsteig. Please mind the step between the train and the platform. Genau, und ganz wichtig, hier drauf achten. An den anderen Stationen war es egal, aber ganz wichtig, ihr müsst hier drauf achten. Das ist, ja, wichtig halt, wegen Gründe und so. Dann kann ich wieder auf... Ach, es ist schon auf oberirdisch, witzig, okay. Ich hätte vor, dass eigentlich das Licht... Also geht hier die Ampel auf rot, das heißt, wir haben auch gleich Fahrt. Sehe ich jetzt zwar nicht, aber da kann man ganz kurz den Kopf da rausstrecken. Ja, genau. Wir dürfen fahren. Übermorgen, damit die Leute alle drin sind. Aber das kann ja... Wenn die Leute halbwegs... Immer noch grün, okay. Achtung, hier ist ein Zug. Wollte ich nur gesagt haben. Nicht, dass sich nachher keiner beschwert. Nächste Station, Hessen Center. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Vom ganz wichtig, nicht, dass sich hinterher keiner beschwert. Stufe zwischen dem Zug und dem Bahnsteig. Ja, Achtung. Ah, das ist ja offiziell hier gar nicht per Ampel gesichert. Guten Tag, Kollege. Das ist ja gar nicht per Ampel gesichert. Das ist ja wirklich nur mit dem Andreaskreuz, was ja theoretisch eigentlich schon eine vollkommene Absicherung ist. Offiziell, aber ja. Das war jetzt ein bisschen. Naja, passt doch. So, Spiegel einklappen. Ja, ich habe keinen Spiegel. Ihr hängt sowas nicht. Guck mal, ihr hebt sowas nicht. Der ist eh eingeklappt. Da hat er ähnlich funktioniert. Da hat jemand einen Stein dagegen geschmissen oder so. Deswegen habe ich den eh nicht in Verwendung. Ja, Tatsache, das ist eine U-Haltestelle. Leute suchen wahrscheinlich nach der Möglichkeit, irgendwo in den Untergrund zu kommen. Aber, ja, ja. Park and Ride kann man da machen. Oder das gehört das zu irgendeiner Firma? Nächste Station, Enkheim. Fahrtende, bitte aussteigen. Umsteigemöglichkeit zur Buslinie 42, zu den Buslinien des Stadtverkehrs Maintal sowie zu den Regionalbussen. Bitte achten Sie auf die Stufe zwischen dem Zug und dem Bahnsteig. Please mind the step between the train and the platform. So ist es jetzt. Fand ich natürlich interessant, dass wir da nicht drüber fahren durften und uns erstmal die Genehmigung erteilen mussten, aber es wird schon alles seine Richtigkeit haben. So. Fahren wir einmal ganz kurz rein. Wo geht's denn hier weiter? Wo geht's denn da rechts hin? Das würde mich jetzt mal interessieren. Gut, ist einfach nur so ein zweiter Bahnsteig oder geht's da tatsächlich weiter? So, bevor wir jetzt hier nämlich tatsächlich, bevor das Spiel jetzt hier sagt, wir sind offiziell da und uns hier die Verbindung schließt. Ah, ne, hört auch auf. Okay, gut, dann kommen wir hier nicht weiter. Oh, da kommst du hier noch mit dem Bus weiter. Gut, dann würde ich aber sagen, haben wir es geschafft. Wir sind angekommen, wir haben es geschafft, haben uns ein bisschen mal den neuen Teil der Strecke angeschaut. Das heißt nicht den neuen Teil, aber halt die Strecke mit den neuen Dingsies und so. Ich hab's nicht, ja, ich war schlecht. Ihr seht schon, ich war schlecht, das ist ganz klar. Woran hat es denn gelegen? Ich habe doch da überall gehalten. Ach, wahrscheinlich.
So, ja, ich muss ein bisschen gucken, dass wir mit länger halten. Naja, macht's gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüssi.